Hallo und herzlich willkommen hier auf Flügeljahr.de. Es geht weiter in unsere Spezialreihe zur SRT. Wir sind im dritten Kapitel angelangt. Fassen wir nochmal zusammen, was im ersten zwei Videos geschehen ist. Wir haben im ersten Video das Galilei-Relativitätsprinzip gesehen, also dass die Newtonschen Gesetze in einem gleichförmig bewegten Raum gleich sind, wie in einem runden System. Man kann also gar nicht unterscheiden, ob etwas ruht oder sich bewegt. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man am Bahnhof ist, im Zug sitzt und losfährt, merkt man, dass die Landschaft sich draußen bewegt. Es könnte sein, dass sich die Landschaft bewegt, es kann aber auch sein, dass der Zug sich bewegt. Wir wissen alle, wir stellen uns vor, der Zug bewegt sich. Wenn aber nun zwei Züge nebeneinander stehen und man aus dem Fenster raushaut, man merkt, es bewegt sich was, man kann nicht sofort bemerken, ob der eigene Zug sich bewegt oder der andere Zug sich bewegt. Genau das steckt dahinter. Nun, wir gehen auch davon aus, dass wir uns auf der Erde eigentlich nicht bewegen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Stellt euch mal vor, die Erde an sich rotiert. Wir drehen uns in 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Dadurch bewegen wir uns. Und die 30 Kilometer, die wir in der Sekunde zurücklegen, rund um die Erde, auf der Erdumlaufbahn, das ist natürlich auch eine Bewegung. Also wir ruhen nicht, auch wenn wir uns einfach nur hinlegen würden. Wir ruhen eigentlich da auch nicht. Man kann es einfach gar nicht wirklich entscheiden, ruhen wir oder bewegen wir uns gleichmäßig. Im zweiten Video haben wir es gesehen, dass wir keinen Äther nachweisen können. Besser gesagt, Michelson und Morley konnten es nicht nachweisen. Und wir haben die Maxwell-Gleichungen schon mal eingeführt und haben gesagt, naja, Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich immer mit 300.000 Kilometer in der Sekunde ausbreitet. Nun, Einstein hat diese Sachen alles gesehen und hat gesagt, naja, dann sagen wir doch dieses Relativitätsprinzip und fassen es neu zusammen und sagen, nicht nur die Newtonschen Gesetze gelten, sondern die Physik, alle physikalischen Gesetze haben in allen Inertialsystemen die gleiche Form. Das ist die Variante, die Einstein dafür gewählt hat, das ist also viel allgemeiner. Insbesondere ist jetzt da Newton drin und natürlich auch Maxwell. Also physikalische Gesetze sind in allen Inertialsystemen gleich. Das ganz kurz und prägnant eigentlich, und da steckt wahnsinnig viel dahinter. Wir können uns mal überlegen, wenn die physikalischen Gesetze nämlich da drin gleiche Form haben, also gleich sind, dann heißt es für Licht, dass eine elektromagnetische Welle ist, dass wir also egal in welchem Inertialsystem wir sind, Licht 300.000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt. Nun, das heißt wiederum, wir können selbst nicht mal mit Licht bestimmen, ob sich etwas bewegt oder in Ruhe ist. Auch hier haben wir das gleiche Problem wieder. Gleichförmige Bewegung, wie vorhin der Zug und der Bahnhof. Wir können es auch hier wieder nicht entscheiden. Mal ein kleines Beispiel dazu, um das mal klar zu machen, wie abwegig das eigentlich im ersten Moment ist. Wir haben hier einen Lichtblitz. Und davon soll eben ein Lichtpuls ausgehen. Und dann messen wir einfach mal hier mit einer Fotodiode und im Abstand von D noch was mit der Fotodiode, die Zeit, wann das Signal da durchgeht, und damit können wir die Lichtgeschwindigkeit berechnen. Und jetzt sagen wir, das wäre jetzt nicht ein fester Abstand, also wir können hiervon die Zeit ja sehr gut messen. Jetzt machen wir das alles in einem Zug und lassen den in irgendeine Richtung fahren, hat die Geschwindigkeit V. So, auch hier. Das heißt, bis das Licht dann da ankommt, ist der Punkt vielleicht schon hier, und dann fahren wir nochmal weiter, und das, für unsere Vorstellung ist das weiter auseinander. Trotzdem, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit messen, kommt 300.000 Kilometer in der Sekunde raus. Es muss gleich bleiben. Obwohl, eigentlich intuitiv gesagt, müsste man hier mehr, feststellen, dass das Licht eigentlich langsamer wäre. Das ist aber nicht der Fall. Nun, das ist das Problem, das wir noch genau betrachten müssen. Das scheint irgendwie jetzt hier ein Widerspruch zu unseren Empfindungen zu sein. Man muss sich mal daran gewöhnen, dass das Licht wirklich immer gleich schnell ist. Das heißt, an solche Fälle. Einstein hat dazu immer gesagt, man macht Gedankenexperimente. Warum macht man Gedankenexperimente? Wenn dieser Zug sich nur mit ein paar Kilometern in der Stunde bewegt, ist das vollkommener Blödsinn. Das könnte man überhaupt nicht messen, wirklich. Man muss da schon deutlich schneller werden in der
Relativitätstheorie sind so Sachen wie die halbe Lichtgeschwindigkeit oder 90% der Lichtgeschwindigkeit eigentlich am Tagesordnung. Das können wir experimentell gar nicht mehr realisieren. Und deswegen nennen wir sowas immer Gedankenexperimente. Nun, ja, schaut wieder in die anderen Videos rein. Da gehen wir genau auf so Sachen ein. Schaut auch sonst auf der Homepage vorbei. Vielen Dank.